Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 in der HD Edition. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der ersten Playlist haben wir doch tatsächlich in unserer Kampagne schon die The Age of Kings Kampagne durchgemacht. Das nächste, was uns also erwartet, sind The Conquerors, The Forgotten, The African Kingdoms und The Rise of the Rias. Gut, Rise of the Rias habe ich jetzt das DLC nicht, aber bei den anderen, da können wir uns auf jeden Fall so ein bisschen reinblicken. Und ich bin am Überlegen, wo wir als erstes hingehen. Fangen wir an mit The Conquerors. Da gibt es 4 verschiedene Völker beziehungsweise 4 verschiedene Abschnitte in dieser Kampagne, die wir machen können. Montezuma, Schlachten der Eroberer, Attila der Hunne und El Cid oder El Jid oder wie auch immer man es aussprechen mag. Ja, womit fangen wir an? Natürlich mit der 1, Attila der Hunne. Und da die Geißel Gottes. Bei den Hunnen, später im römischen Empire und dann in Frankreich. Ein aufgespießter Kopf als Trophäe war zu grässlich, um in der Kapelle von Chalon ausgestellt zu werden. Und doch fasste ich erst nach Wochen den Mut, Vater Armand zu fragen, warum er sie behielt. Der greise Priester starrte lange aus dem Fenster und erinnerte sich an vergangene Tage. »Ich war dabei«, sagte er schließlich. »In der Schlacht auf den katalaunischen Feldern kämpfte ich an der Seite von Aetius und Theoderich dem Goten. Ich wusste, dass hier vor Jahrzehnten eine Schlacht stattgefunden hatte. Die Bauern stoßen mit ihren Pflügen ab und zu immer noch auf Skelette und zerbrochene Schilde. »Gegen wen, Vater?«, fragte ich ihn. »Gegen wen habt ihr gekämpft?« Er drehte sich um und sein alter, weiser Blick ließ mich erstarren. »Gegen Attila den Hunnen«, sagte er. Und dann erzählte er mir die Geschichte. Die Hunnen tauchten irgendwann im 4. Jahrhundert aus der Wildnis auf und hielten sich an einem römischen Reich schadlos, das durch Korruption und die Expansion anderer Barbarenvölker geschwächt war. Die Hunnen selbst trieben viele dieser Stämme vor sich her. Sie waren schreckliche Krieger aus den Steppen Asiens, deren Körper von rituellen Narben entstellt und deren Beine vom Leben im Sattel deformiert waren. Trotz ihres furchterregenden Äußeren wäre aus den Hunnen wohl nie mehr als ein Haufen Plünderer geworden, hätte Attila sie nicht angeführt. Er nannte sich selbst die Geißel Gottes. Unter Attila und seinem Bruder Bleda plünderten die Hunnen Skythien und Persien nicht bloß, sie verwüsteten sie. Oha, und damit fängt es auch schon an. Sehr interessant. Attila muss überleben. Attila muss dafür sorgen, dass... Was steht da? Aie da? Oder Elle da? Na gut, es ist sehr klein. Ich spiele das Ganze hier am PC. Oder Bleda könnte das auch heißen. Beseitigt wird und dann zum Hunnenlager zurückkehren. Nur so kommen die Hunnen können die Hunnen gegen ihre Feinde antreten. Für diejenigen, die jetzt natürlich bei der anderen Playlist nicht dabei waren, wir werden noch einiges durchsprechen, mal gucken. Ihr zweifelt an jeder meiner Entscheidungen? Es scheint, als wolltet ihr selbst Anführer der Hunnen werden. Ja, warum eigentlich nicht? Nun gut, der wilde Eber haust ganz in der Nähe. Soll derjenige, der dieses mächtige Tier zur Strecke bringt, unser Volk anführen? Hier entlang, Attila! Folgt mir! Bleda treibt uns in den Ruin. Besser, er kehrt nicht von der Wildschweinjagd zurück. Unfälle gibt es immer wieder. Spuren, Bruder. Reitet voraus. Vielleicht könnt ihr den Eber aufscheuchen. Ich hab den Eber sogar schon getötet. Kannst mal sehen. Attila, ohne euer Eingreifen hätte der Eber mich getötet. Schade, dass niemand mehr von eurer Loyalität erfahren wird. Bogenschützen! Angriff! Okay, das werde ich so schnell nicht schaffen. Ich muss jetzt erstmal die Bogenschützen kaputt machen. Ich hätte ihn nicht kaputt machen können. Deswegen muss ich mich erstmal um andere Dinge kümmern. Sehr gut. Der letzte. Okay, gut.
Er hat sich schon ein bisschen erholt, wie fies. Also für diejenigen, die natürlich in der anderen Kampagne nicht dabei waren, in der The Age of Kings Kampagne, sondern jetzt zum ersten Mal dabei sind, ich werde wahrscheinlich das ein oder andere nochmal mit euch durchsprechen, gucken, was kann ich alles tun, wo kann ich euch behilflich sein und vor allem auch, was gibt es noch großartig zu erklären. Wie bauen wir alles auf? Wie sammeln wir Ressourcen? Sowas brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen, aber dann so das ein oder andere sollte vielleicht nochmal Erwähnung finden. Wir warten jetzt ein bisschen, bis wir uns erholt haben. Wir werden langsam unsere Lebenspunkte wieder regenerieren. Ich glaube, das macht der andere allerdings auch. Ich habe bloß keine andere Wahl. Ich muss das jetzt erstmal so durchlaufen lassen, ansonsten wären wir gleich gestorben. Und jetzt ist die Frage, wenn ich einfach so zurückkehre, mögen die mich dann? Oder habe ich Pech gehabt? Interessant finde ich das hier oben. Wir haben einen von 125 Leuten. Das war in der anderen Kampagne nicht der Fall. Da konnten wir im Höchstfall 75 Leute dabei haben. Kommt das auf die Kartengröße an? Kommt das auf die jeweilige Mission an? Eventuell das jeweilige Szenario? Die jeweilige Karte? Ich habe keine Ahnung. Aber das alles hier ist sehr interessant und wir sollten den anderen auch so schnell wie möglich kaputt machen. Jetzt, an dieser Stelle, wünsche ich mir natürlich irgendwie eine Taste, mit der ich einfach so alles schneller machen kann. Eine Plus-Taste oder ähnliches, so wie bei Anno. Aber die gibt es nicht, da muss ich jetzt erstmal durch. Ich denke mal, wenn wir die Hälfte regeneriert haben, dann können wir den auch besiegen. Wir haben ihm ja relativ gut zugesetzt. Attila der Hunne, wir haben Zeit. So, worüber können wir uns unterhalten? Ja, The Age of Kings Kampagne. Es gab ja 5 verschiedene großartige Leute, die wir dort mehr oder weniger gesteuert haben. Egal, ob das Jeanne d'Arc war, William Wallace, Saladin, Barbarossa und irgendjemanden gab es noch. Vergesse ich gerne mal. Ich habe keine Ahnung mehr. Diese guten 5 Leute haben wir durch die Gegend gesteuert und natürlich versucht, ihre Kampagne, ihr Leben nachzuspielen. Und das, finde ich, ist an Age of Empires natürlich sehr gelungen, dass wir tatsächlich in die jeweiligen Leben und geschichtlichen Geschehnisse eintauchen können. Nicht immer ging es darum, alles kaputt zu machen, das heißt auch wirklich alles zu erobern. Teilweise ging es auch darum, irgendein Relikt zu finden, nach Hause zu bringen oder ein Weltwunder zu beschützen oder ein Weltwunder zu bauen oder irgendwelche anderen Gebäude dann in die Wege zu leiten, eine Größe zu erreichen. Und das war natürlich sehr, sehr interessant, einen Weg zu finden. So wird es hier wahrscheinlich im Moment auch sein, denn ansonsten würden wir Ressourcen und eventuell Leute bekommen, die für uns ein Dorf bauen. Kriegen wir nicht, also muss ich da durch. Dann dürfen wir auch schon gespannt sein, wann es losgeht mit unserer eigenen großen Armee, wann wir die aufbauen dürfen und ob wir dann auch bis zu 125 Leute kriegen. Jetzt haben wir gerade mal ein Drittel regeneriert. Ich warte jetzt mal noch auf ein weiteres Drittel. Ach, dabei vergeht die Zeit. Es tut mir echt leid, dass ich euch jetzt in der ersten Folge natürlich so warten lasse. Für diejenigen, die das nicht sehen wollen, spult einfach ein bisschen vor oder ich schneide das jetzt mal raus. So, und da wird schon wieder gekämpft. Ich weiß nicht warum. Wir laufen hier immer hin und her. Das finde ich jetzt aber nicht witzig. Ach so, weil wir ihm hinterhergelaufen sind, deswegen. Attila, ihr Feigling, kämpft und verdient euch das Recht zu herrschen. Na gut, dann machen wir ihn eben fertig. Ist auch nicht schlimm. Wo ist er denn jetzt? Ist er gar nicht mehr da? Ach so, das war bloß ein Kumpel. Das ist ein toller Anfang hier. Es war ein Hinterhalt. Bleda hat versucht, Attila zu töten. Bleda eignet sich nicht zum Anführer. Bleda verschwendet unsere Zeit. Lasst uns Attila folgen. Genau, folgt mir. Wir reiten mit euch, Attila. Gut, damit hat sich jetzt geklärt, wir mussten ihn nicht töten. Bleda wird bald nach euch suchen lassen. Einige unserer Familien lagern am anderen Ufer des westlichen Flusses. Wir sollten uns um sie kümmern. Aha. Am westlichen Fluss. Dann gehen wir mal nach Westen. Schauen mal, wie wir hier wegkommen. Wir haben unter anderem natürlich einen Stall, wir haben dort Marktplätze, wir haben ein Dorfzentrum, wir haben Kasernen, Bogenschützenanlagen. Diese Straße führt zu einer Brücke in beide Richtungen. Nordwesten ist unsere Richtung. Im Süden warten die Römer. Ja gut, in den Süden wollen wir jetzt noch nicht. Gegen die Römer kommen wir noch nicht an. Hier wurde gekämpft. Dies ist die Brücke, von der ich sprach. Das ist aber schön, dass das die Brücke ist, mein Lieber.
gucken wir uns mal ganz in Ruhe um, wo wir unsere Leute finden, die für uns arbeiten können. Da. Attila, seid willkommen. Wir sind nicht viele, aber wir werden euch folgen, wohin ihr uns führt. Führt uns zum Ruhm! Ich versuch's. Oh, und ich habe auch automatisch 500 Holz bekommen, um bauen zu können. Das ist aber nett. Dann bauen wir jetzt erstmal ein Dorfzentrum, schön weit weg, damit uns auch ja nichts passiert. Anschließend können die auch anfangen, Holz zu hacken und wir bauen vielleicht noch das ein oder andere zusätzlich. Du, einer Bauer, kannst da auch noch mit hoch. Go. So, und ihr passt bitte auf, dass hier nichts passiert. Breda wird bald nach uns suchen. Vielleicht können wir ihn endlich mal kaputt machen, wenn wir ihn finden. Da ist er einfach an mir vorbeigeritten und ich hab's nicht mal mitbekommen. Dachte, das wäre sonst wer. So ist schön. Sobald das Dorfzentrum steht, haben wir unser Leben mehr oder weniger in Griff. Hier haben wir noch einen weiteren Stall. Dort könnten wir weitere Leute rekrutieren. Allerdings ist das nicht möglich. Es ist irgendwie ausgeblendet. Ich weiß nicht warum. Wir haben zwei Häuser, mit denen wir dann die Leute irgendwo unterbringen können. Wir können immer noch bis zu 125 Leute haben. 17 haben wir aktuell. So, ist schön. Hier geht schon Holz hacken. Das sollt ihr eigentlich noch gar nicht. Du baust jetzt bitte erstmal eine Mühle. Und zwar hier vorne hin. Gut, ihr könnt weiter Holz hacken. Das ist gar nicht schlimm. Ah, die Mühle würde sich hier auch wunderbar eignen. Machen wir das doch. Geh mal kurz hier vorne hin. Ich baue die Mühle nämlich hier. So, dann würden wir nämlich hier auch die ganzen Nahrungsmittel mit rankriegen. Das ist perfekt. Einer von euch bringt das Zeug mal weg und baut auch gleich hier vorne. Vor kurzem nahmen die Römer einige Hunnen gefangen. Bleda hat ihre Freilassung arrangiert, aber ich traue weder Bleda noch den Römern. Wir sollten sie befreien. Keine Verhandlungen. Was wirklich? Sollte ich? Kann ich das? Bin ich schon stark genug? Ich glaube nicht. Aber gut, um an die Römer zu kommen, müssen wir wahrscheinlich weiter in den Süden. Nichtsdestotrotz werden erstmal weitere Dorfbewohner entwickelt, die jetzt Holz sammeln gehen. Auf dass wir schon mal weitere Ressourcen bekommen. Wir schauen uns hier auch in Ruhe um. Eventuell finden wir noch das ein oder andere, was wir gebrauchen können. Steine, weitere Nahrungsmittel, Gold etc. pp. Ist alles schön, will ich alles haben. Oh, 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 wer ist das? Den will ich hier aber nicht sehen in meiner Gegend. Leichte Kavallerie. Ist gleich nicht mehr da. Okay. Na gut, egal. So, auch du darfst noch Holz sammeln. Ihr schaut euch bitte mal hier unten um. Ihr euch hier am Flussufer. Und du... Alles kann man übrigens mit der Maus steuern. Linksklick, jemanden auswählen, rechtsklick, etwas tun. Egal ob es Gold sammeln ist, Steine sammeln, irgendwo langlaufen, angreifen, alles macht man mit Rechtsklick. Nur das Bauen macht man anders. Und warum habe ich hier Pferde? Was sind Pferde? Oh, warte. Nee, noch nicht. Aber ich hätte mir jetzt beinahe vorgestellt, dass die Pferde dafür da sind, irgendwie im Stall Leute auszurüsten, zu rekrutieren. Aber es hat leider nicht geholfen. Gut, wir haben jetzt sehr, sehr viele Leute, die Holz abnehmen. Jetzt gehen wir noch Leute Essen sammeln lassen. Wir werden auch bald einen Hafen bauen. Mit dem Hafen werden wir dann anfangen, die Fische hier abzuernten. Wir sehen, es ist sehr, sehr viel Holz da, sonst nichts weiter, ein bisschen Gold, alles ist gut. Was ich jetzt allerdings mit den Pferden machen soll, weiß ich nicht. Kann ich die essen? Sind die sowas wie Schafe? Wir hatten ja in der Age of Kings Kampagne natürlich Schafe, die durch die Gegend geritten sind. Die wir dann geschlachtet haben, entweder am Dorfzentrum oder an der Mühle. Und demnächst werden wir jetzt erst einmal in die nächste Zeit voranschreiten, nämlich in die Feudalzeit. Ich habe gesehen, die Perser sind tatsächlich schon in der Ritterzeit, da müssen wir erstmal hinkommen. Und das wird eine ganze Weile dauern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit den Persern irgendeine Verbindung eingehen kann. Dass das irgendwann meine Kumpels sind. Ich denke eher nicht. Bring das Zeug mal weg. Du bist jetzt meine Bauarbeiterin. Du wirst jetzt erst einmal... Nee, Felder brauchen wir nicht. Aber einen Hafen gründen.
Der wird hier vorne stehen. Können wir nämlich die Fische schon mal abernten. Gucken uns hier weiter um. Wem gehört Blau? Warum ist da ein blauer Turm? Wir werden angegriffen. Wo das denn? Ach, hier unten. Berittener Bogenschütze. Na, dann geht doch mal auf den. So schön. Wir sind vielleicht nicht mächtig. Aber dafür ganz schön schmächtig. Nein. Sind wir nicht. Wir haben noch 125 Steine. Gold kommt auch so langsam rein. Auch wenn nur einer im Moment Gold hackt. Aber Gold ist im Moment auch keine wichtige Ressource. Das wird erst ab der nächsten Zeit wichtig sein. Deswegen sammelt auch erstmal nur einer. Um zu gucken, dass wir wenigstens ein bisschen was rankriegen. Der Hafen wird gerade gebaut. Dann fangen wir an, unsere Fischerboote in die Wege zu leiten. Fischerboote sind sehr, sehr gute Nahrungsbringer. Und natürlich gleichzeitig brauchen die keine Nahrung, um gebaut zu werden, sondern nur Holz. 75 Holz, ein Boot. Du gehst wieder hoch, kannst hier schon mal weitere Gebäude bauen, falls ich überhaupt noch welche brauche. Unter anderem sogar noch ein Holzfällerlager. Das kommt meinetwegen damit hin. Und dann können wir nämlich in den jeweiligen Lagern, die wir gebaut haben, egal ob es das Bergarbeiterlager, das Holzfällerlager oder vielleicht auch das Dorfzentrum ist, später die Entwicklungen vorantreiben, dass wir schneller Holz abbauen, dass wir schneller Gold abbauen, etc. pp. Das wird noch eine Weile dauern. Oh, und hier unten hat schon der Erste eine Palisade errichtet. Die Mongolen. Auch die sind hier. Mal gucken, ob wir uns gegen die wehren können. Perser, Mongolen, Römer, hier ist alles auf einer Karte. Wahnsinn. Schau dich bitte weiter um so lange. Als Erstes werden wir natürlich Breda versuchen auszurotten, zu töten. Ja, das ist sowas wie ein Schaf, das Pferd. Ah, und ich weiß auch, warum wir hier keine Leute rekrutieren können. Eigentlich ist der Stall nämlich ab der nächsten Zeit zu haben und nicht jetzt schon in der dunklen Zeit, in der wir uns befinden. So, du kannst auch gleich mal Nahrungsmittel sammeln. Oh, ein Turm. Ein Beobachtungsturm, der aber auch schießen kann. Müssen wir vorsichtig sein. Hier gibt es Steine, die können wir abernten. Oh, es wird noch so schön. Ich freue mich jetzt schon drauf. Erstmal die nächste Zeit voranschreiten, dass wir dann auch den Stall nutzen können, um weitere Leute auszubilden. Interessant finde ich, wie diese Leute hier angreifen. Jede Kultur hat sozusagen seine eigenen Kämpfer. Und von daher können wir, wenn wir jetzt an Perser denken, Elefanten ausbilden. Wir können, wenn wir die Sarazenen sind, irgendwelche Kamele haben. Oder die Mongolen, die hatten dann irgendwelche berittenen Leute, die auch gleichzeitig mit ihren Schwertern geschmissen haben. Nein, das war nicht so, das war was anderes. Die haben, glaube ich, mehr berittene Leute gehabt, die mit Bogen geschossen haben, mit Bögen. Genau. Und bei euch scheinen es irgendwelche Leute mit Peitschen zu sein. Werden wir kennenlernen. Wir werden wahrscheinlich noch eine ganze Weile mit Attila, dem Hunnenkönig, zu tun haben. Wenn ich jetzt nicht in die Feudalzeit voranschreiten wollen würde, hätte ich jetzt noch ganz, ganz viele Dorfbewohner gebaut, die dementsprechend diese ganzen Ressourcen hier abnehmen. Aber ich freue mich jetzt natürlich erstmal auf die nächste Zeit, sodass wir dann auch bessere Farmen in die Wege leiten können, das Holzfällen perfektionieren, das Gold abbauen und dann gucken wir erst weiter. Ziele haben sich geändert. Attila muss überleben, das bleibt. Außerdem muss Bleder beseitigt werden. Optional befreien sie hunnische Gefangene aus der römischen Festung im Süden. Machen wir. Bleder macht's eh nicht. Oder Bleder, das machen wir alles selber. So, hier können wir unser Brustgeschirr mit reinnehmen. Damit werden Farmen, die wir später bauen und die auch für Nahrungsmittel sorgen, besser. Ihr könnt nicht verbessert werden, ist nicht schlimm. Die geschliffene Axt nehmen wir mit rein, damit wir noch schneller an Holz kommen. Und den Goldabbau perfektionieren wir auch. Und damit ist alles gut. Brustgeschirr wurde fertig entwickelt, damit sind Farmen jetzt mehr wert, kosten also auch weniger Holz. Beziehungsweise für die gleiche Menge an Holz kriegen wir mehr Nahrungsmittel raus. Da haben die Deutschen natürlich einen großen Vorteil gehabt in der The Age of Kings Kampagne, denn dort hatten wir die Möglichkeit, diese Farmentechnologie bis zur Drei-Felder-Technik voranschreiten zu lassen. Das hatten andere nicht. Zuchtauswahl entwickeln. 20 Lebenspunkte für berittene Einheiten
wenn wir 150 Nahrung und 100 Gold ausgeben. Das mache ich natürlich gerne. Und dementsprechend haben wir schon das erste Gebäude, in dem jetzt endlich Leute rekrutiert werden können, falls wir angegriffen werden. Du hast jetzt soweit alles gebaut, das ist schön, beziehungsweise abgebaut. Du baust mir jetzt bitte erstmal Kampfgebäude. Als erstes eine Kaserne. Dass wir uns auch im Nahkampf wehren können.